Guten Morgen. Good morning, everyone. Guten Morgen. That's better. Ja, das hört sich schon besser an. Let me first pile on to the praise of John McCain. Ich möchte zunächst auch noch mich dem Lob an John McCain anschließen. Codell McCain for 11 years. Ich war in dieser Delegation schon seit 11 Jahren und hier reise ich schon seit 6 Jahren hin. Und John hat wirklich eine ganze Generation, manche davon sind schon richtige Oldies, aber auch neue Mitglieder des Kongresses, nicht nur des Senates, informiert, umfassend informiert über Außenpolitik, indem er sie hierher gebracht hat. Sie wissen vielleicht nicht, dass wir auf dem Weg hierher, wir immer so eine Art Mittagessen-Stopp mit McCain haben. Also manchmal sind wir in Brüssel bei der NATO oder wir sind schon nach Sarajevo gereist, um uns dort die Zerstörungen anzuschauen. Wir haben schon Flüchtlingskämpfe, Camps besucht. Das war immer für ein Mittagessen, um uns vor Ort ein bisschen Erfahrung zu geben. So hat John McCain das immer gehandhabt. Also wir haben wirklich eine ganze Generation, die von Ihnen Außenpolitik gelernt hat. Vielen Dank dafür. Und dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Bei einer dieser Treffen konnten einige Senatoren nicht gehen und es waren nur Vertreter des Repräsentantenhauses. Und die Delegation, Alan Tascher war das, glaube ich, und Loretta Sanchar, das waren ehemalige Abgeordnete, die waren da dabei. Und man musste dann diese Delegation Codell Harmon nennen, weil Senator McCain gefehlt hat und ich musste sozusagen die Rede für Herrn McCain halten und das fand ich richtig cool. Nun, wir haben jetzt hier einige ehrenwerte Senatoren, also zwei von Ihnen, Chris und Lindsay, waren ja auch Vertreter des Repräsentantenhauses. Wir haben dort zusammengearbeitet. Ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Chris Murphy ist jetzt erstmals im Senat. Er hat jahrelang im Repräsentantenhaus gearbeitet und er ist wirklich ein Kenner der Außenpolitik. Er hat vor kurzem erst eine richtungsweisende Rede im Woodrow Wilson Center gehalten. Er ist wirklich jemand, den man im Auge behalten musste. Lindsay ist jemand, den wir schon ganz lange kennen. Drei Amtszeiten im Haus, drei im Senat. 33 Jahre in der US-Luftwaffe, eine wirklich ehrenwerte Karriere und Sie sind von dieser Konferenz aus ja immer nach Irak und Afghanistan und anderswohin gefahren, um Ihre Pflicht als Reservist der Luftwaffe zu erfüllen. Und darüber hinaus sind Sie ja auch noch Jurist, aber vielen Dank für Ihren Dienst an unserem Land. Jean Shaheen, die erste und vielleicht einzige Gouverneurin, die dann in den Senat gewählt wurde. Nein, es gibt jetzt zwei, aber beide sind übrigens aus New Hampshire. Ja, also Glückwunsch an New Hampshire und insbesondere an Sie. Auch eine ganz wichtige Stimme in der Außenpolitik und jemand, der auch sich sehr stark für die Beziehung zu Europa einsetzt. Wir werden keine Reden hören, sondern wir wollen wirklich eine Diskussion haben. Ich möchte aber zunächst drei Punkte zum Kongress sagen. Erstens, ich weiß, es gibt Sorgen hier im Raum, falls es Ihnen noch nicht aufgefallen ist, dahingehend, was Präsident Trump gegenüber Europa tun wird, welche Politik er verfolgen wird. Sie haben gehört, was Außenminister Pence Vizepräsident Pence gesagt hat und der Verteidigungsminister Mattis. Und ich denke, der Kongress hat hier eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und falls Sie es noch nicht wissen, wir haben ja eine Verfassung in den USA, das ist ja die älteste Verfassung weltweit. Da gibt es drei Artikel. Der erste spricht vom Aufstellen des Kongresses, zweiter Artikel spricht über die Exekutive und die dritte über die Gerichte. Das heißt, der
Senat spielt oder der Kongress spielt eine führende Rolle in der Politik der Vereinigten Staaten von Amerika. Und deswegen haben wir hier auch wichtige Stimmen in der Außenpolitik. Lieberman, Biden, McCain, Bill Collin. Wir hatten ja auch einige, die nachher zum Beispiel Verteidigungsminister wurden. Ein letzter Punkt. Es gibt nach wie vor auch über diese drei hinaus ganz wichtige Stimmen im Kongress, gewichtige Stimmen. Aber etwas in der Arbeit des Kongresses ist kaputt gegangen, ist zerstört worden. Das Geschäftsmodell des Kongresses weist jetzt jeweils der anderen Seite die Schuld zu, dass man nicht richtig zusammenarbeitet. Und das sind bedauerlicherweise nicht sehr hilfreiche Beiträge zur Sicherheit der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wollte ich einfach vorausschicken. Jetzt kommen wir zu einigen außenpolitischen Themen. Russland war ja ein wichtiges Thema hier bei der Konferenz. Russland war auch ein wichtiges Thema im vergangenen Jahr, aber da ging es mehr um Russland-Ukraine-Konflikt. Jetzt geht es um die Einmischung der Russen in Wahlen. Und deswegen möchte ich hier meine Kollegen fragen, untersucht der Kongress das sorgfältig genug? Und falls sie das nicht tun, was kann man sonst noch tun? Vielen Dank, Jane. Und vielen Dank auch, dass wir dieses Forum hier haben zur Diskussion. Ich denke nach wie vor, dass McCain für uns so eine Art Churchill ist. Hat wirklich ganz großen Einfluss auf uns und meine Generation auch gehabt. Zu Ihrer Frage. Russland hat ja versucht, die amerikanischen Wahlen zugunsten eines Kandidaten zu drehen. Sie haben einen Preis dafür zahlen müssen. Und ich denke, der Kongress muss hier Untersuchungen anstellen. Wir müssen hier auf den Grund gehen. Wir brauchen genaue Erkenntnisse über die Absprachen und Zusammenarbeiten. Es muss möglicherweise Sanktionen geben, noch über diejenigen hinaus, die schon von der Regierung Obama verhängt wurden. Und ich würde auch sagen, dass wir eine sehr viel größere Rolle hier noch haben. Wir müssen die Exekutive mit den Werkzeugen versorgen, dass sie der hybriden Gefahr auch begegnen kann. Ich glaube, der Vizepräsident hat gestern eine sehr gute Rede gehalten. Und ich denke, nur das Verteidigungsbudget zu erhöhen, ist keine Antwort. Wir brauchen neue Fähigkeiten. Es gibt natürlich unterschiedliche Anstrengungen, Gegenpropaganda zu machen, einzuschüchtern. Und das sehen wir von der anderen Seite und wir haben dem nichts entgegenzustellen. Wir geben sehr viel für Verteidigung aus und dann versuchen wir natürlich auch auf andere Art und Weise Russland zu begegnen. Aber wir müssen hier also kurzfristig eine Rolle spielen, aber wir müssen uns auch überlegen, wenn es uns nicht gelingt, diesen russischen Expansionismus zurückzudrängen, dass wir uns dann auch noch andere Werkzeuge anschauen. Lindsay, John war immer am liebsten in Deutschland zu Zeiten Bismarcks. Vielleicht kann ich das mal so sagen. Speaking of old, the Russian dynamic has taken a different turn. Die russische Dynamik hat sich jetzt gewandelt. John hat eine hervorragende Rede gehalten, wie der Westen dastehen sollte und wie wir uns künftig darstellen sollten. Russland ist kein Verbündeter. Und was erwarten Sie jetzt vom Kongress? Was sollen wir gegen Putin machen? Wir haben jetzt anerkannt, Trump hat die Wahlen gewonnen und hat ein Kabinett gebildet und wir werden uns jetzt auf andere Dinge konzentrieren, nämlich die Sanktionen. Ich werde Präsident Trump unterstützen. Es war ja die Demokratische Partei, die unter dieser Einmischung litt. Wir wollen sicherstellen, dass die Demokratie bei uns nicht untergraben wird und ich kann Ihnen sicherstellen, dass obwohl Demokraten darunter gelitten haben und nicht wir, werden wir das sorgfältig untersuchen. Wir sollten eine Art Abmachung nach Artikel 5 haben über alle
politischen Parteien hinweg. Das heißt, wir werden Sanktionen verhängen auf wegen dieser Einmischung. Natürlich gibt es auch noch die Sanktionen wegen der Annektierung der Krim. Und ich bin sicher, dass wir da die entsprechende Unterstützung im Kongress bekommen. Und ich werde das dann Präsident Trump auf den Schreibtisch legen. Denn wir müssen sicherstellen, dass die Russen nicht auch noch in Deutschland hier sich einmischen. Sie haben ja auch eine Wahl vor sich. Und ich hoffe, dass es da wirklich Konsequenzen für Russland geben wird. Und 2017 ist wirklich das Jahr, wo wir Russland mal so richtig in den Hintern treten müssen. Jane, ja, es ist ganz toll, mit Lindsay auf einem Panel zu sitzen. Dadurch, dass er gesagt hat, dass der Präsident anerkannt hat, was geschehen ist, möchte ich ihm verzeihen, dass er ihn so unterstützt hat. Ich möchte aber noch zwei zusätzliche Anmerkungen machen. Es geht hier nicht nur um das Handeln und die Vorgehensweise des Kongresses, sondern dass wir handeln so, dass die amerikanische Bevölkerung auch versteht, was wir da tun. Es hilft uns nämlich nichts, wenn nur der Präsident und der Kongress handeln, solange wir die Bürger da nicht mitnehmen. Und ich denke, das ist auch das beste Schutzschild gegen Fake News und gegen Einmischungen in Wahlkämpfen. Ihnen in Europa, auch die Länder auf dem Balkan, Montenegro, Moldawien, da gibt es ja sehr offene russische Einmischung. Und das ist für uns ja auch eine wichtige Botschaft. Für Deutschland, Frankreich, für die anderen Länder, wie Lindsay gesagt hat, die Russland sich ja auch im Visier haben wird. Also Sie müssen sich überlegen, wie Sie Ihre Bürger informieren. Das ist eine Strategie, die Russland ja verfolgt. Es ist ja nicht nur ein militärischer Aufwuchs, sondern es geht hier um das Untergraben des Westens, der westlichen Institutionen, des transatlantischen Verhältnisses. Und wir müssen genau wissen und verstehen, was Sie hier tun, auch unterhalb der militärischen Schwelle. Es gibt also verschiedene Punkte, die wir berücksichtigen müssen bei der Reaktion gegenüber Russland. Sie sprachen vom transatlantischen Verhältnis und haben sehr deutlich betont, wie wichtig es ist. Präsident Trump haben wir ja gehört, dass er die NATO jetzt voll unterstützt und deswegen sind die Leute weniger besorgt. Aber hier gibt es natürlich noch Zweifel, ob er die EU auch ebenso unterstützt. Deswegen möchte ich Sie, Jean, als erstes fragen, was könnte der Kongress tun, um seine Unterstützung auch für die EU unter Beweis zu stellen? Ja, zum Beispiel hier an der Münchner Sicherheitskonferenz teilzunehmen. Wir haben, glaube ich, die größte Kongressdelegation jetzt hier in diesem Jahr. Und ich denke, wir haben ganz deutlich gemacht, dass das transatlantische Verhältnis von größter Bedeutung ist. Wir halten Europa und die EU für äußerst wichtig. Wir sind hier, um unsere Solidarität und unsere Unterstützung zu zeigen und sind bereit, Sie zu unterstützen und jede Hilfe Ihnen zukommen zu lassen, egal was passiert. Diese Diskussion hier ist einfach zu freundlich. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen streiten, Lindsay und Chris, was den Iran angeht. Was sollte der Kongress da tun? Nun, was ich bereits gesagt hatte, würde vielleicht helfen. Sie haben versucht, Atomwaffen zu bauen. Wenn Sie das leugnen, dann lügen Sie. Wir haben ja diese Anreicherungsanlagen und die sind für Atomwaffen gedacht. Das heißt also, deswegen wurden ja die Sanktionen verhängt, also Geld fehlt, das für Infrastruktur zum Beispiel benötigt würde. Und wenn es um diese Region geht, da würde ich den iranischen Freunden sagen, wenn sie freundlich behandelt werden wollen, dann halten sie sich an die UN-Resolutionen und schießen sie nicht dauernd Raketen ab. Das wäre meine Botschaft.
Ich denke, alle Republikaner und auch einige Demokraten unterstützen ja die Sanktionen gegen den Iran, weil wir denken, dass sie die Region destabilisieren. Sie haben unsere Soldaten erniedrigt und wir wollten sicherstellen, dass das Regime für diese Störungen, die sie verursacht haben, auch zur Rechenschaft gezogen wird und einen Preis dafür bezahlt, sodass auch das, was sie außerhalb des Atomprogrammes getan haben, wie sie vorgegangen sind, entsprechend bestraft wird. Ich denke, wir werden da im Kongress durchaus eine Auseinandersetzung darüber haben, ob der Iran weiterhin in Sanktionen belegt werden sollte. Wir werden schauen, was Präsident dann zu unserem Ergebnis macht. Ich würde ihm hier gern widersprechen, aber ich wäre der erste Unterstützer des Iran-Deals und ich habe das gemacht in dem Verständnis, dass eine Unterschrift unter ein solches Abkommen uns ja nicht der Möglichkeit beraubt, Sanktionen zu verhängen. Also man musste immer schauen, was eine verhältnismäßige Antwort ist, aber ich würde nicht sagen, dass es da über die zwei Parteien wirkliche Meinungsverschiedenheiten gibt. Eines möchte ich aber sagen, was die künftige amerikanische Politik gegenüber Iran angeht. Wir müssen uns auch engagieren in den sich herauskristallisierenden Stellvertreterkriegen. Ich denke, wir haben einen schweren Fehler gemacht und da habe ich wahrscheinlich eine andere Meinung als Lindsay, nämlich als es um unser Engagement in Jemen ging. Die Saudis sind unsere Bündnispartner, aber nur weil sie Bündnispartner sind, muss man sie nicht in allem unterstützen, was sie tun. Und ich denke, wir müssen in der Region sicherstellen, dass der Iran keine Atommacht wird. Man muss Extremismus überall ausmerzen, egal wo er ist. Und ansonsten wird die USA immer wieder ihr Gewicht in die Waagschale werfen, um sicherzustellen, dass auch die saudische Einflussnahme in der Region nicht überwiegen wird. Es gibt natürlich humanitäre Gründe und andere Gründe, warum man engagiert bleiben muss in der Region. Und das sind schwierige Entscheidungen, die die neue Administration fällen muss. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater Flynn hatte ja gesagt, dass man untersuchen muss, wie es mit den Houthi-Angriffen auf Saudis angeht. Und das hat das verglichen mit Iran. Wer ist sich denn da nicht einig? Nun, erstens, die Houthis sind die Stellvertreter der Iraner und sie haben mindestens eine Rakete auf unsere Schiffe abgeschossen. Sie sind nicht unsere Freunde. Sie haben gegen uns gekämpft und es geht hier nicht nur darum, dass wir uns mit Saudi-Arabien und Jemen und Iran auseinandersetzen, sondern es geht ja auch um die Stabilität entlang dieser Landesgrenzen. Die Iraner haben die Hisbollah immer unterstützt. Und wenn die Hisbollah aufgrund dieser Unterstützung in der Lage ist, andere Nachbarn in der Region anzugreifen und zu destabilisieren, dann müssen wir das auch bekämpfen. Dann haben wir Bahrain und Israel. Da geht es wieder um diesen Stellvertreter Irans, nämlich die Hisbollah. Ich denke, wir brauchen einen umfassenden regionalen Ansatz mit westlicher Hilfe. Die Iraner haben das nicht nur verstanden, aber das reicht nicht. Sana'a, Bagdad, Beirut, Damaskus. Ich denke, es reicht jetzt, wenn es um die Einmischung der Iraner geht. Deswegen denke ich, brauchen wir einen grundsätzlich anderen Ansatz und wir werden wahrscheinlich noch mehr Bedrohungen durch den Iran sehen, nicht weniger. Vielleicht noch, möchten Sie noch etwas zu dem Thema sagen? Ich bin mir nicht sicher, ob die Antwort hier nur bei den USA liegt. Es ist nicht unbedingt ein Entweder-Oder. Diese regionalen Konflikte, die sind komplex und da sind wir besser bedient, wenn wir Partnerschaften bilden mit
Anrainerstaaten, mit den Staaten der Region und mit unseren Bündnispartnern zusammenarbeiten. Ich glaube nicht, dass die USA da alles alleine machen sollten im Jemen. Das ist nicht sinnvoll. Und einige der Dinge, die Saudi-Arabien dort getan hat, also wenn Sie an zivile Opfer denken, Bombardierungen, da ist vieles nicht gut gelaufen. Das ist richtig. Wir müssen da also wirklich vorsichtig sein, wie wir uns stellen zu diesen Situationen. Es ist nicht immer so schwarz und weiß. Das Gute liegt nicht immer auf einer Seite. Meine letzte Frage, und ich denke, da geht es um die Kernaufgabe des Kongress. Wir haben alle geschworen, dass wir uns für die gemeinsame Verteidigung einsetzen. Der Kongress ist zuständig für Kriegserklärungen, und in der Geschichte des Kongresses ist auch immer Gewaltanwendungen in Kriegsgebieten entschieden worden. Und im letzten Jahrzehnt ist vieles im Nahen Osten passiert. Alle bis auf einen haben dafür gestimmt, in Afghanistan tätig zu werden, gegen diejenigen, die uns am 11. September angegriffen haben. Und auch die späteren Präsidenten Barack Obama und andere haben das als Rechtfertigung verwendet. Ist das so oder brauchen wir ein neues AOMF als Rechtfertigung für militärische Schritte, die wir im Nahen und Mittleren Osten treffen? Gegen Terrorgruppen und andere. Ich denke, wir brauchen da einen neuen Beschluss und da ist der Außenausschuss zuständig. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Da gibt es noch Uneinigkeit, wie viele Befugnisse wollen wir dem Präsidenten zugestehen, was den Einsatz von militärischer Gewalt betrifft. Das muss noch diskutiert werden. Wir haben ja eine neue Regierung und auch die Welt verändert sich. Da müssen wir einfach abwarten. Ich kann mich erinnern, als Obama die sogenannte Rote Linie in Syrien verkündet hat. John McCain und ich sind damals zum Präsidenten gegangen. Und ich war da also unmittelbar beteiligt. Ich war damals in South Carolina. Und da hieß es eben, dass wir Assad bestrafen wollen für seinen Einsatz von Chemiewaffen und wir wollen die syrische Opposition unterstützen. Wir wollen also praktisch die Gleichung vor Ort beeinflussen. Wir wollen die Situation beeinflussen. Und andere haben gesagt, ja, der Präsident hat recht. Wir sollten also militärisch vorgehen, denn die rote Linie wurde überschritten. Als ich dann wieder zum Kongress kam, war es so, dass die Republikaner und die Demokraten das abgelehnt hatten, also den Einsatz von militärischer Gewalt abgelehnt hatten. Der Präsident hatte also einen Fehler gemacht, dass er gefragt hat. Er hätte es einfach machen sollen. Die Republikaner und die Demokraten sind aber auch ein bisschen mit Schuld, was das Thema Syrien betrifft. Das heißt, wenn jemand den Kongress fragt, ob militärische Gewalt eingesetzt werden darf, dann muss man sich dazu äußern. Wenn man nichts tut, ist das auch falsch. Letztendlich ist es ja so, dass der Kongress aus 535 sehr ernsthaften Mitgliedern besteht, aber bei der Außenpolitik haben wir doch bestimmte Begrenzungen. Letztes Wort zu Russland. Wir werden uns jetzt nicht allzu sehr damit aufhalten, wie Russland in unsere Wahlen eingegriffen hat, sagen viele, weil Trump ja gewonnen hat. Aber das ist falsch. Wir sollten uns damit befassen, denn beim nächsten Mal könnten es die Republikaner sein, die zum Opfer werden. Deswegen sollten wir auf jeden Fall das Thema untersuchen. Wir haben da auch ein gutes Team. Ich verspreche jedem hier, dass der Kongress sich ganz intensiv damit befassen wird, was bei den letzten Wahlen passiert ist, wie Russland eingegriffen hat, denn das wollen wir genau wissen. Und das wollen wir auch nicht durchgehen lassen. Antwort auf die erste Frage. Die Obama-Regierung wird es sicherlich noch bereuen, wie sie sich im Jahr 2003 entschieden haben zum Thema ISIS, denn damals wurde das so definiert, dass auch jede Nachfolgeorganisation der Al-Qaida davon abgedeckt wird, überall auf der Welt. Und dann kann der Präsident automatisch
Gewalt einsetzen. Und der Kongress hat deswegen recht. Die nächste AUMF, also der nächste Beschluss, würde anders aussehen. Das sollte in Zeit und Ort eingeschränkt werden. Das ist aber keine Entschuldigung. Ich sage immer noch, der Präsident hat nicht das Recht, militärische Einsätze, wie er das jetzt tut, zu autorisieren. Er hat das vom Kongress nicht bekommen, dieses Recht. Und ich würde sagen, wir haben das noch nicht mal versucht, das neu zu regeln. Da gibt es natürlich Streitigkeiten. Aber wie gesagt, wir haben das im Auswärtigen Ausschuss oder im Senat noch nicht mal ausreichend diskutiert. Das ist schwierig, denn viele von uns glauben, wenn wir nicht jetzt sofort eine solche AUMF verabschieden, dann können wir das gar nicht mehr machen. Wenn wir dann wirklich kämpfen im Schlachtfeld und wenn wir gegen schwer definierbare Gegner kämpfen, das ist kompliziert, aber das heißt nicht, dass man keine genaue Festlegung braucht. Artikel 1 der Verfassung, habe ich vorhin gesagt, befasst sich mit dem Kongress. Der Kongress steht also hier im Mittelpunkt und deswegen ist es von absoluter Bedeutung, dass wir uns einigen. Wir brauchen einen Konsens. Zwei Fragen wurden gestellt. Wir haben noch ungefähr 8 Minuten für Fragen. Eine Frage zum Thema freie Presse. Ich würde gerne denjenigen, der das geschrieben hat, selbst ansprechen. Und dann geht es zum Thema China bei der zweiten Frage. Und auch da möchte ich den Fragesteller gern direkt fragen. Elmar Tivesen von ZDF. Es hat eine dunkle Zeit in Deutschland gegeben, als einige Medien als Volksfeinde bezeichnet wurden. Das ist schon viele Jahre her. Wie ist Ihre Position gegenüber dem Präsidenten, der auch jetzt Teile der Presse als Volksfeinde bezeichnet? Werden Sie dagegen vorgehen? Wir möchten zuerst alle Fragen anhören. So ist das, glaube ich, am besten. Zweite Frage zur China-Politik. Von wem stammte diese Frage? Reinhard Bütikofer, Member European Parliament. Mein Name ist Bütikofer, ich bin im Europaparlament. Eine Frage an Senator Graham. Wie würden Sie die China-Politik der Trump-Regierung bezeichnen? Würden Sie dem zustimmen, dass das zweitwichtigste außenpolitische Ziel, also nach dem Make America Great Again, darin liegt, dass man versucht, China zu schwächen oder zu einzudämmen? Oder wie würden Sie das definieren? Gut, gibt es noch eine Frage? Way in the back. Ganz hinten. Ich komme aus dem Iran und ich würde gerne eine Frage stellen. Zunächst mal möchte ich sagen, dass nach dem, was wir eben gehört haben, meiner Meinung nach der Iran nicht der wichtigste Destabilisierungsfaktor der Region ist. Jeder sollte das auch erkennen. Wir sind eine der zivilisiertesten, demokratischsten Regime in der Region. Wir beteiligen uns an allen internationalen Abkommen, ob es jetzt um nukleare Themen geht oder auch andere friedliche Abkommen. Wir haben immer unseren guten Willen gezeigt bei internationalen Angelegenheiten. Wir stellen aber fest, dass einige ihrer Verbündete der Vereinigten Staaten, bei denen Sie meinen, wir destabilisieren deren Territorium oder deren Sicherheit, die fühlen sich aber in Wirklichkeit nicht an die Werte gebunden, von denen Sie immer sprechen in den USA. Ich würde deswegen gerne fragen, wo sind jetzt diese Werte, wenn Sie von Sicherheit sprechen, die Sicherheit Ihrer Verbündeten? Gut, danke, wir haben 3 Fragen. Einmal geht es um die freie Presse und was Trump dazu gesagt hat, wie Sie dazu stehen. Zweite Frage, China-Politik, und die dritte Frage ging um die Werte. Lindsay, möchten Sie anfangen und danach kann jeder kommentieren? Ja, ganz kurz. In demokratischen Gesellschaften braucht man eine freie Presse. Sie sind manchmal lästig, aber sie sind sicher keine Feinde der Demokratie. Thema Presse, da ist einiges übertrieben worden. Die meisten sagen ja, dass die wichtigsten Programme und Medien in USA voreingenommen sind in
und die Konservative begünstigen. Und genauso gut gibt es das Gegenteil. Die meisten Demokraten würden sagen, Fox News ist voreingenommen, ein bisschen voreingenommen. Gut, zum Thema Fox sehe ich das ein, bei manchen anderen Medien nicht. Gut, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir unterstützen die Presse dabei, dass sie ihre Arbeit erledigen kann, denn so werden wir frei und sicher. Aber man muss in Amerika das Ganze in der Perspektive behalten. Donald Trump ist jetzt nicht der erste Präsident, der sich über die Presse ärgert. Thema China ganz kurz. Beide Parteien sind, glaube ich, der Meinung, dass wir keinen Krieg mit China wollen. Wir möchten bessere Beziehungen, aber die Währungsmanipulationen und andere Themen sind da ein Problem. Und da muss man verhandeln, das muss weiterhin die offizielle Linie sein. Die Ein-China-Politik, da muss man weiterhin verhandeln. Es gibt viele in Amerika, die sich darüber beschweren, aber niemand wird. Der Unterschied zwischen Iran und Amerika ist, niemand wird erschossen, wenn er den Präsidenten kritisiert. Dem würde ich nicht widersprechen, was die Voreingenommenheit der Medien betrifft. Wir haben das öfters gesehen, ob das jetzt Fox News ist oder mehr die liberalen Medien. Die wichtigste Gefahr ist hier, dass der Präsident die Medien als solche kritisiert. Eine freie Presse, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, sind sehr wichtig für eine Demokratie, zur Aufrechterhaltung der Demokratie. Und Bestrebungen seitens des Präsidenten, das zu unterminieren, die Presse zu manipulieren, das ist sehr gefährlich. Und da mache ich mir wirklich große Sorgen über das, was Präsident Trump gesagt hat in dieser Richtung und seine übermäßigen Versuche, die Medien in der Vereinigten Staaten zu manipulieren. Zum Thema China. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie die Politik dieser Regierung zum Thema China aussieht. Die Ein-China-Politik, natürlich ist das ein wichtiger Punkt. Ich stimme Ihnen zu, dass Währungsmanipulationen stattgefunden haben. Da sind sich wahrscheinlich beide Parteien im Kongress einig. Aber da müssen wir abwarten. Wie wird die Rolle dieses Präsidenten und seiner Regierung aussehen? Welche Rolle werden sie in China spielen? Und wie wird letztendlich die China-Position aussehen? Lindsay hat das schon ganz klar gesagt. Der Unterschied zwischen unseren Werten und den Werten im Iran, das war die dritte Frage. Die Herausforderung liegt darin, ob wir uns einig sind, dass der Iran terroristische Organisationen unterstützt und Regionen wie Libanon, Syrien, Jemen und andere Länder der Welt, ob dort die Werte vertreten werden, die der Iran unterstützen sollte. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht. Ich hoffe, dass es irgendwann eine freie Regierung im Iran geben wird, die dazu beitragen kann, diese Entscheidungen für die Regierung zu treffen. Niemand kann wirklich sagen, wie die Außenpolitik dieser Regierung aussehen wird. Am einen Tag sind sie für die Ein-China-Politik, am anderen Tag dagegen. Einmal sagt Nikki Haley, die Russland haben eine Invasion in der Ukraine gemacht, in der Krim gemacht, und am nächsten Tag sagt man, da gibt es doch einige Zweifel. Das heißt, jeder kratzt sich am Kopf, wenn der Präsident was sagt. Er spricht von gemeinsamen Werten und dann zwei Tage später greift er die Presse voll an. Drei Wochen später, nachdem der Präsident gesagt hat, Muslime aus den 7 der bevölkerungsstärksten Länder dürfen nicht mehr einreisen. Also wir können nur sagen, es gibt noch sehr viele Fragen. Zu lange sind viele Fragen unbeantwortet geblieben. Und wenn Sie nach der Rolle des Kongress fragen, wenn wir uns ernsthaft einsetzen wollen für transatlantische Werte, dann müssen wir dazu etwas sagen. Der Präsident darf das nicht selbst entscheiden. Wir können im Kongress entscheiden, dass dieser Erlass, dass die Muslime nicht mehr einreisen dürfen, nicht erlaubt ist. Der Kongress hat sich zum Thema Außenbeziehungen oft herausgenommen aus der Politik in den letzten 2 Jahrzehnten. Das muss aber nicht so sein. Wenn wir da ernsthaft gegen vorgehen wollen, dann sollten wir auch dazu etwas sagen im Kongress. Das ist ein sehr nützliches Panel, würde ich sagen, und Hut ab vor John McCain und den anderen Mitgliedern des Kongresses, die hier im Publikum still sitzen, ganz still, und
Ich möchte Ihnen alle herzlich danken.